Ein rebaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu der Witcher 3. Wir gehen jetzt zu Avalach, sprechen mit dem, danach helfen wir Yennefer und als letztes dann Ciri. Jetzt könnt ihr eigentlich nochmal kurz ins Inventar gucken, haben wir noch irgendwelche Sachen, die ziemlich gut sind oder so? Ach, wir haben schon wieder ein Level Up oder was? Habe ich irgendwas übersehen? Wir haben nochmal einen Punkt zu vergeben. Setze ich auch wieder hier rein, denn das habe ich gerade eben aktiviert. Finde ich eigentlich relativ gut. Weil wenn wir unser Schild auf uns wirken und es zerbricht, dann stoßen wir Gegner zurück. Aus welchem Dorf kommst du? Also eigentlich gar nicht so übel. Guck. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ja. Hier müssen wir noch eins hoch. Oder ist der hier drin? Der noch eins hoch. Okay. Stimmt, er hat ja diese Rubin Suite oder was auch immer gekriegt. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarit sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Das heißt? Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal, aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Gels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen, und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Gehen wir. An die Quests kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich habe keine Ahnung, ob ich die damals gemacht habe. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Ich glaube, Sarah hieße. Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Müssen wir hoch? Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Ha, Sarah. Hexer, Hexer!
Corinne! Sieh nur, wer da ist! Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Oh, das ist doch schön. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Hätten wir nach unten gemusst oder nach oben? Ups. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich schätze aber mal wahrscheinlich in den Keller, oder? Ja. Natürlich. Entschuldigung. Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Oh. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Zirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Boah. Ich gut. Hasse Portale. Ja, wieso hebt es sich denn die Augen zu? Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wo wir rauskommen. Wir wurden doch nicht getrennt. Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Ja, ich bin direkt hinter dir. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt, vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Ach schön. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten, bis zum letzten Tropfen. Haben wir es jetzt dann? Da vorne, das sieht gut aus. Ah, das Portal. Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern.
Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Herrlich. Ah. Die sind ja goldig. Vor allem sehen die gar nicht aus wie Würmer. Es werden immer mehr. Wir können sie nicht alle. 3, 2, 1. Sehr gut. Auf den Punkt. Jo. Was für ein. See you later, Alligator. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Avalach? Hier ist sie. Oh. Ja, super. Einfach mal übersprungen. Sorry. Hä? Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Oh. Etwas länger und ich wäre erstickt. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Was eine Scheiße. Aber so tief war das doch gar nicht, dass ich jetzt sagen würde, ja gut. Kann man schon mal sterben. Ach nö, Leute. Ja. Hier ist sie. Vielleicht noch ein bisschen näher an Abgrund. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Haben wir schon mal ein bisschen Panik bekommen, ja? Das Medaillon vibriert. Ja? Das muss ein Ort der Macht sein. Aber wie komme ich jetzt da am besten rüber? Geht es hier vielleicht irgendwo? Ja, hier geht's runter. Aber es hört sich so an, als ob hier irgendwelche Viecher leben. Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Ja, ja, gut, aber ist halt jetzt wirklich problematisch. Nee, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Oh. Schaffen wir das? Kann ich hier vielleicht nochmal speichern? Das wäre echt geil. Ja. Okay, okay. Also ein Versuch. Boah, wie viel Blut da aus mir rausgeschossen ist. Krass. Es könnte wieder knapp werden. Aber hier oben ist es nicht ganz so stark. Habe ich so das Gefühl. Oh, geschafft, ey. Ach du Kacke. Oh, was ist das? Okay. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht eine Kiste oder so. Eine Eishöhle. Sehr schön. Oh, kalt. Äh.
Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ja, ich muss Vater. Diese nächste Passage schnell finden. Wo sind denn hier geschützte Stellen? Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Was war das? Was ist das? Ist das für ein X? Jetzt aber schnell. Vielleicht noch was essen, damit wir ja nicht hier sterben. Die nächste Passage ist wahrscheinlich der Leuchtturm vor uns, oder? Ach du Kacke! Wie komme ich denn hier raus? Ach, es geht noch runter, okay. War nicht gesehen. Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Ups. Jo, also ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich hier irgendwie wieder regeneriere. Erst nochmal eins zur Sicherheit. Und wir haben irgendwie nochmal ein Dings, einen Erfahrungspunkt. Den tun wir auch wieder hier rein. Ja gut, nicht ganz voll, aber immerhin. Ja, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Aber hier geht's weiter. Rein. Oh. Och, nee. Hier geht's ja auch nicht weiter. Oh oh. Oh oh. Ich finde keinen Unterschlupf. Doch hier. Hä? Ich bin doch. Hallo. Ich bin im Gebäude drin. What the fuck? Ja, jetzt sterbe ich. Geil, Alter. Geil. Kann es sein, dass... Nee, kann nicht sein. Okay. Schnell, halt dich voll. Und... Schnell da rein. Boah. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? War ein bisschen kalt. Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch.
Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie noch nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Endlich. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gehls Hauptquartier. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Krayvan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Catmill. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krayvan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Ich bin eure pseudo-kluge Höflichkeit leid. Gehen wir. Wohin, wenn ich fragen darf? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. What the fuck? So gut gemalt war das auf jeden Fall nicht.
Und die Folge wird jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen länger, aber ich will jetzt nicht abbrechen, weil sonst der fehlt dann nachher was. Aber es lädt gerade ziemlich lang. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Zirael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Hä? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Der König ist tot. Lang lebe der König. Und jetzt? Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir.
Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ich hab so das Gefühl, das wird eine richtig lange Folge. Weil es wird gerade immer schwieriger, irgendwo einen Cut zu setzen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. So, gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.